Willkommen zurück zu DMC Devil May Cry. Wir nähern uns schon langsam dem Ende. Wir sind jetzt bei Mission Nummer 19. Das Angesicht des Dämons heißt die, glaube ich. Dürfte es ungefähr so heißen. Das heißt, jetzt dürfte Mundus kommen. Als womöglich letzter Gegner des Spiels. Wobei Mission Nummer 19 eine ziemlich doofe Zahl ist. Als Missionsende. Wer weiß, also Mundus wird, denke ich mal, auf jeden Fall jetzt kommen. Jetzt noch ein Ladebildschirm abwarten. Warum habt ihr mein Kind getötet? Ich frage erneut. Warum habt ihr mein Kind getötet? Weil du meine Mutter getötet hast. Ah. Also war es Rache? Ich verstehe. Es war mehr als nur das. Oh? Für die Freiheit. Freiheit? Ihr scheint alle Freiheit zu haben, die ihr braucht. Die Freiheit, meinen Erben zu töten. Ich meine nicht meine Freiheit. Die Freiheit der Menschheit. Menschheit. Und was glaubst du, würde die Menschheit wohl mit Freiheit tun? Als ich kam, hatten sie die. Was denkst du, haben sie damit angestellt? Gekämpft, getötet, gehungert. Ich brachte ihnen Wohlstand. Ich brachte Struktur. Was hast du gebracht? Außer Gewalt, Krieg, Tod. Schon, Tante. Mach ihn wütend. Weißt du was, Mundus? Du hast recht. Es war nicht für die Menschheit, es war Rache. Ich muss dir sagen, dein Kind so zu töten, zu sehen, wie es in kleine Teile zerfetzt und zu hören, wie du wie eine deiner Dämonenschlampen schreist. Unbezahlbar. Was hast du getan?
Lass meinen Bruder in Frieden! Geht's dir gut, Tante? Hast dir viel Zeit gelassen. Gern geschehen. Damit sollten wir anfangen. Okay, wir müssen es aufkriegen. Ich bin Mondus. Du bist ein Arschloch! Beschäftige ihn. Ich versuche, seine Augen zu öffnen. Greif ihn nicht an. Bleib einfach am Leben, bis ich sein Auge freilege. Na dann, wenn es nicht leichter ist, nichts leichter ist, meine Fresse. So, das ist Mundus. Dante, tu etwas! Jetzt, Dante, zum Auge! Okay. Dann versuchen wir es mal. Klasse gemacht. Der ist aber recht zerbrechlich. Dante, hast du das gesehen? Ja, ich seh's. Er steckt noch immer da drin. Irgendwie müssen wir es hineinschaffen und ihn töten. Komm schon. Okay. Gehen wir. Ich werde hier umschauen, was bringt. Nee, gibt's tatsächlich nichts. Das heißt, einfach weiter. Da ist er. Sehr gut gemacht, Virgil. Warum war sein Körper da drin? Mundus ist mit seinem physischen Körper verschmolzen. Deshalb muss er ihn beschützen. Also wenn wir seinen Körper finden... Töten wir Mundus. Okay, klingt nicht so verkehrt. Da runter. Oh. Virgil kickt das wieder auf. Falsche Waffe. Richtige Waffe. Waffe wieder wechseln. Okay.
du mit ihm gemacht? Oh, jetzt dürfen wir kämpfen. Ah, okay. Oh, verdammt, das wird jetzt ein Rundumstrahl. Ja, und... Oh, es brennt alles, okay. Ja, wie geht denn das weg? Das geht nicht weg, okay. Verarscht fühle gerade. Ah. Einfach. Ah, ein Gang weiter. Okay. Alter Mundus, das ist nicht nett, was du da tust. Wow, fuck. Schon assi, was der Typ so alles drauf hat. Aber er macht auch einiges an Schaden. Ah, fuck, er macht jetzt... Danke, wirft er mich einfach runter. Okay, ich vermute mal wieder auf die andere Plattform nach hinten. Auch einiges an Schaden wieder gefressen, gell? Also, der macht gut Schaden. Ach, come on, da hätten wir auch eine Abgrenzung machen können, ja? So eine besser, wenn du deinen Arm einfach mal hinlegst, Mundus, dann mache ich einen kurzen Prozess mit dir. Oder langen Prozess, mir auch egal. Nein, Mundus. Ja, der trifft einen damit auch noch. Okay. Okay, jetzt egal gerade welchen. Ah, linker und rechter Arm. Die haben beide einen Energiebalken. Oh, fuck. Ja, Dante, wie wär's mal mit aufstehen? Meine Fresse. Ja, ich bin tot eigentlich. Im Grunde genommen ist es fast schon egal, ob ich jetzt hier weitermache. Meine Güte. Ja, obwohl ich am Ausweichen bin. Alles klar, Mundus. Ja, und schon wieder. Also ich werde jedes Mal getroffen. Ne, Spielende natürlich. Also ich gebe mir jetzt nicht eine goldene Kugel dafür zu verwenden, wenn er noch nicht mal ansatzweise Schaden bekommen hat. Ja, und schon wieder Schaden bekommen von nichts. Alles klar, Mundus, alles klar. So, diesmal frühzeitig rübergegangen. Nein. Meine Fresse. Wirklich so eine. Es gibt auch keine Abgrenzung, ja? Also ich meine. Boah, war das knapp. Und schon wieder. Das ist das Abartigste, ja? Ich meine, er trifft mich mit allen drei Schlägen einfach. Damit trifft er mich auch immer, okay. Oh, diesmal mal nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob er eine wirkliche Schwachstelle hat. Das heißt, irgendwie eine Fähigkeit, mit der ich ihm besonders viel Schaden mache. Deswegen mache ich einfach mit der Rebellion weiter. Der eine Arm ist fast weg. Auf den werde ich wohl konzentrieren müssen. Der ist jetzt aber weg.
Hier scheint die eine Hälfte gewesen zu sein. Fuck. Falsche Seite. Ausgewichen aus irgendeinem Grund. Schon wieder, wow. Nicht wissen, warum es so buggt. Aber der Arm ist auch bald weg. Oh fuck. So langsam haben wir so die Routine. Weil ich jetzt auch langsam weiß, was er so vorhat. Oder was er so kann. Das ist so das Hauptmerkmal. Aber das Wichtigste eigentlich. So, noch zwei kleine Balken hat er. Das war ein harter Treffer. So. Zweiter Arm weg. Komm her, dann hau ich dir das Auge auch noch weg. Ja, einiges an Schaden dadurch. Sehr schön. Geschafft. Ich hab's geschafft. Das war Mission Nummer 19. Die Endscene, die man noch gesehen hat, war einfach nur, dass alle Dämonen jetzt eben auf der Erde sind. Beziehungsweise jetzt nicht mehr zwischen Limbus und normaler Welt so unterschieden wird, sondern einfach, die Dämonen sind jetzt in der richtigen Welt. Und jeder kann sie sehen und sie können auch jeden sehen. Stilpunkte Triple S, Zeit C, ja, war nicht ganz so gut. Fortschritt 100%, nochmal Triple S, das schließt wahrscheinlich mit S ab. Obwohl, schon einmal gestorben. Und ich schließe trotzdem mit S ab. Einmal gestorben, ja, war relativ schlecht, hätte niemals passieren dürfen. Nächste Mission. Das Ende. Das Ende ist die offiziell letzte Mission. Wir gucken nochmal Verbesserungen. Können wir noch irgendwas nehmen oder brauchen wir noch etwas? Ich glaube eigentlich weniger. Eigentlich nicht, ich brauche gar nichts.
Ja, ich wollte hier an dieser Stelle einen Schnitt machen. Das war die Mission, das Angesicht des Dämons, beziehungsweise Mundus. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!